Seit dem Anbeginn der Zeit hat sich die Menschheit nach vollkommener Köstlichkeit gesehnt. Und dank des Geburtstages eurer Mutter dürfen wir heute in ihren Genuss kommen. Seht her, der Schokoladenmampfkuchen. Er ist atemberaubend. Ein Kunstwerk. Der kommt in meinen Bauch. Oh, nicht die Glasurstibitzen. Ich bin weit geflogen, um den Kuchen bei der Promi-Konditorin zu kaufen, von der eure Mom gelesen hat. Ein Promi hat die gebacken? War es einer von den Hamstern aus dieser Autowerbung? Daher können sie sich all diese Autos leisten. Dann passt mal auf, ihr zwei. Ich übertrage euch die Verantwortung, meinen Kuchen zu bewachen. Meinst du nicht Moms Kuchen? Schön wär's, Nora. Schön wär's. Das ist cool. Wir hatten noch nie für irgendwas die Verantwortung. Ja, wirklich toll, dass Dad uns für verantwortungsbewusst genug hält. Chloe, nicht! Sie hat sich eine ganze Handvoll genommen. Ich werde es wieder tun, Baby. Okay, das ist übel. Aber wir bekommen das hin. Chloe teleportiert uns in die Bäckerei und wir kaufen einen neuen. Gute Idee. Jetzt müssen wir nur noch den alten loswerden. Ich hab gesagt, ich tue es wieder. Okay, beeilen wir uns. Holen wir den Kuchen, bevor Dad merkt, dass wir weg sind. Okay. Hier, bitte sehr. Das ist der Promi, von dem Mom gelesen hat. Dina, die Nachtischdiva. Wer soll das sein? Sie macht total witzige Videos, in denen sie Leute zu Nachtischopfern macht. Ich zeig dir ein Meisterwerk. Wer Pflanzenattacke? Ein Zuckerkuss aus Zuckerguss. Der nächste. Willkommen bei Back mich heute ein. Ein Schokoladenmampfkuchen, bitte. Das macht dann 100 Dollar. Übertrieben teuer, oder? Auch berühmt zu sein ist super. Wir sind etwas knapp bei Kasse. Und ich bin auch nur knapp durchgekommen in meiner Klasse. Wenn ihr nicht genug Geld habt, gibt es eine andere Möglichkeit zu bezahlen. Macht doch einfach mit in meinem neuen Nachtischopfer-Video. Dann wären wir diejenigen, die eins abkriegen in deinem Video? Mhm. Ja, das kannst du vergessen. Wir besorgen das Geld. Sowas. Ihr wieder. Mein Bruder und ich sind bereit, deine Nachtischopfer zu sein. Diese Idee habe ich satt. Ich habe eine bessere. Ich schmeiße einfach Nachtisch auf den Dreikäsehoch hier. Aber unser Deal war doch, dass du es auf mich und Billy schmeißt. Sorry, der Deal ist abgelaufen. Ich mach das, Nora. Du bist eine Ente. Okay, gut. Du bestellst einen Windbeutel, daraufhin sag ich, friss das, du Nachtischopfer, und dann kaboom, bang, wirst du von dieser Riesenschleuder mit einer Portion Sahne getroffen. Wie kannst du abends einschlafen? Auf einem Haufen von Geld. Und versuch, ein paar Tränen fließen zu lassen. Ich will, dass das viral geht. Nora, ich weiß nicht so recht. Ich schon. Das wird der Oberknaller. Halt! Dina, du darfst Chloe nicht kabumpeng. Wieso? Weil ich sie kabumpeng will. Moment, was? Nora, was soll das? Chloe hat uns erst in diese Lage gebracht. Ich will mich nur an ihr rächen. Die große Schwester Windbeutel, die kleinere. Das ist gemein und niedlich, genau wie ich. Das drehen wir. Na gut, Kleine. Der Schmerz wird vergehen, aber die Internetschande wird auf ewig bleiben. Und Action! Kann ich einen Windbeutel haben? Friss das, du Nachtischopfer! Das war nicht unser Deal! Tut mir leid, aber der ist abgelaufen. Schnell, hol den Kuchen! Die Kerze ist krumm. Das war knapp. Jetzt ist alles perfekt. Wir können einfach nicht anders.